Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdoms of Amalur. Hallo. Da müssen wir nicht rein. Wo wollten wir hin? Ich muss überlegen. Skoria-Mine wäre sinnvoll, glaube ich. Was war nochmal in der Skoria-Mine? Hey. Ach, wahrscheinlich der auf Isa. Ah, ich habe seinen Namen vergessen. Aber der eine Typ, wo wir uns entscheiden müssen, entweder gegen den Bürgermeister oder gegen ihn. Ist die Frage hoch oder runter? Wahrscheinlich runter. So ein Piep. So, wir müssen wahrscheinlich... Da kann ich nicht hochklettern, also ich bin voll der Held. Ich zögere zu fragen, wer ihr seid. Ihr müsst wissen, wir hatten in letzter Zeit viele Besucher und jeder wollte uns schaden. Ich bin Telgut Skoria und dies ist meine Mine. Diese Mine gehört den Skorias und wird von ihnen betrieben. Und ich lasse sie nicht von einem dreckigen Grubenpony untersuchen. Außerdem mussten wir wegen der Bestien den Betrieb einstellen. Ich meine nicht die draußen, es gibt neue. Vor einigen Tagen sind wir in der Mine auf etwas gestoßen. Und ich sage euch, was aus diesem Loch kam, war anders als alles, was ich je gesehen habe. Hat fast alle meine Männer getötet. Nun können wir nicht hinabsteigen. Und ihr auch nicht. Also dreht euch um und verschwindet. Ich arbeite für Adat. Der Bürgermeister von Weißfels wird vorhersehbar. Die geheimnisvolle Fremdernummer hat er schon einmal versucht. Erfolglos. Was? Ja, was wollt ihr jetzt? Ich muss einen leeren Minenschacht beschützen. Das klingt schon besser. Familie ist wichtig, doch ein Mann muss seine Familie ernähren. Adat würde das gewiss verstehen. Wenn nicht nun, dann werde ich es ihm erklären. Ja, Adat ist doch der, dem mir gehört, aber irgendwie... Naja. Neskaru sind hier. Freund oder Ver- Oh, ich bin zurückgerannt. Na gut.
gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Das war gut. Ist er tot? Ach ja, klar. Oh, ich glaube, ich habe ein weiteres Rüstungsteil gefunden. Nein, falsch. Aber es ist schlechter. Sehr viel schlechter. Naja, wir werden schon was Richtiges finden. Das war's für dich. Ein paar Trüchen. Und Karren. Hammer des Schwärmens. Falsche Taste wieder mal. Premiere. So richtig interessant wird es erst, wenn wir in ein, wieder in ein neues Gebiet kommen. So, die wollten wir behalten, die einzigartigen. Also ich, ob ihr das wollt, das habe ich einfach so beschlossen. Mana-Regeneration.
ist eigentlich jetzt, da ist mir Leben doch immer noch lieber. Hätte ich den nicht zeigen können. Ich habe wahrscheinlich die Option nicht gelesen. So ein Grabebagger einfach für die Uhrzeit, mehr oder weniger. Gar nicht mal schlecht. Einfach mit einer Kurbel betrieben. Neues Betätigungsfeld. Oh, voll heroisch runterspringen. Wow. Das ist nicht mal einen Meter hoch gewesen. Müssen halt mal echt die ganzen Nebenquests annehmen und ja, erfüllen. So. Will der... Ne, doch nicht der Händler will das, oder? Vielleicht öffne ich mal das Tagebuch. Und, ah ne, Quest. Gibt gar kein Tagebuch. Questbuch. Die Schmuggelware, deine Belohnung einfordern. Okay. Der Bote. Heilungssuchender. Gänschen gepflanzt, neues Betätigungsfeld, das ist es. Doch in Weißfels. Naja, okay. Hab ich mich vertan. Er ist oben. Ihr seid zu den Skorias gegangen. Ich wusste nicht, ob ihr das Böse überleben würdet, das dort erweckt wurde. Doch ihr seid zäher, als ich erwartet hatte. Wir haben hier keine Anführer. Wir sind eine Familie. Und ich spreche nur deshalb für die Bergarbeiter von Skoria, weil ich es leid bin, wie man uns behandelt. Und es mir egal ist, ob ich lebe oder sterbe. Zu den Feuern mit den Dagwari, den Kynrix und den Zungas. Sie haben ihren Weg gewählt und wir Skorias den unsrigen. Es gibt noch immer so etwas wie Stolz, wie Würde. Das ist gut. Die Mine wieder sicher zu machen, ist eine Aufgabe für einen anderen Tag. Im Moment stehen wir vor einer gefährlicheren Herausforderung. Es wird Zeit, den Bürgermeister von Weißfels zu töten. Es ist der einzige Weg. Wenn er weg ist, kann ich seinen Platz einnehmen und Abortüre im Namen seiner Bewohner helfen. Nicht im Namen eines Mannes, der König sein will. Vermutlich sitzt er auf seinem selbst gebastelten Thron im Haus des Bürgermeisters. Geht seine Herrschaft beenden, ehe sie wirklich beginnt. Okay. Moment, bei dem kann ich verkaufen, oder? Nee, muss noch jemand unten sein. Tut euch keinen Zwang an, mein Freund.
Taste. Naja, egal. Und seht euch alles an und sagt mir, was ihr davon... Man sieht sich. Die ist wahrscheinlich nichts wert, ne? Körperschaden. Ah, die auch. Na gut, dann gehen wir mal den Bürgermeister umbringen. Warum nicht? Was soll da schon schief gehen? Bürgermeisterlein. Ich weiß, warum ihr hier seid. Ihr kommt nur mit einer Absicht. Bitte, nehmt meinen Kopf nicht. Ich flehe euch an. Natürlich, ich gebe euch mein Wort. Weißfels ist mein Leben, solange wie es dauert. Aber verschont mich. Ich gehe in den Käfig. Verschwindet. Tut es! Was? Das war's. Ist er jetzt im Kittchen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja, dass der eine jetzt, der von den Skoriaminen so reagiert. Ja, stimmt, ihr hattet recht. Wir hätten ihn nicht töten sollen. Das war ein Fehler. Es ist Zeit, dass der Heilungsprozess beginnt. Eswins Männer sind nun die meinen. Und ich werde mit ihnen eine neue Ära der Wiedergeburt einleiten. Ihr habt große Opfer gebracht. Und ich werde euch dafür belohnen. Nehmt dieses Gold und diese Rüstung, die seit vielen Generationen im Besitz meiner Familie ist. Seid auf der Hut. Apertüre ist immer noch ein tödlicher Ort. Die Heilung bedarf Zeit. Doch Zeit haben wir. Lebt wohl. Lebt wohl. So. Dann Quests. Die mich jetzt freundlich empfangen. Ja, scheint so. Noch einer? Weitergehen.
klauen dürfen wir nicht. Ja. Alter, wo ist denn der? Ich muss doch nur einen Brief übergeben. Was? Ach so, das ist hier ein Gefängnis. Was zum Teufel macht ihr hier? Wenn ihr mich angafft, bringt ihr uns beide in Schwierigkeiten. Wirklich? Ich bin schon so lange hier, ich dachte, sie hätten mich vergessen. Das bedeutet mir sehr viel. Tausend Dank. Geht weiter. Ja. Kein Ding. Ja? Ja? Das ist also ein Gefängnis oder ein Verlies. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Verlies und Gefängnis? So, ich würde sagen, wir machen hier ein Folgepäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.